glaub daran, dass du es eines Tages schaffen kannst, dass du nach einem Schlaganfall wieder lachen kannst, dass ein blinder Mensch zurück ins Leben findet, zurück, wo er sich wohl fühlt, wo seine Gegend bindet, und seh, wie ihre Welt langsam einbricht. Denn sie wurde schon mit 14 vergewaltigt, mit 12 ein Heimkind und nicht mehr glücklich sein, denn seine Mitbewohner treten ständig auf ihn ein, dass der schwache Mann weg von seiner Spritze kommt. Er fällt in sich zusammen und hat dann keine Chance, doch keiner hilft uns, hier trägt man Hass im Bauch, hier spielt das Viertel mit dem Staat, Katze und Maus. So geht das jeden Tag hier weiter, ein sozialer Brennpunkt, man ist gezwungen hier zu scheitern, doch hast du Hoffnung in dir? Ja, dann packst du's auch, gewinn dein Lachen zurück und auch dein Selbstvertrauen. Und wenn du selbst daran glaubst, ja, dann kannst du es auch schaffen. Gib die Hoffnung nie auf und verlier niemals dein Lachen, denn alles kann sich ändern, zum Guten oder Bösen, denn jeder kann sich bessern. Kinder leiden und sie sterben in der dritten Welt, doch keiner hilft ihnen, denn es kostet ja verficktes Geld. Sie schauen lieber weg, die ganze Welt ignoriert. Ja, eine Frage hab ich da, wem es denn interessiert? Denn fokussiert sind die Länder nur auf Geld, wollen reich, du machst ganz egal, ob's dir gefällt. Denn unterstellen musst du dich am Ende sowieso, und drückst du nicht die Kohle raus, werden sie es selber holen. Ah, der kleine Junge lernte früh, wofür sich Hunger lohnt. Warum? Mama verdiente nur ein Hungerslohn, und kalt vor Gier ist unsere Welt schon alle Male. Kleine Kinder warten nachts auf den Held der Tage, doch vergeblich, denn sie sehen nichts. Die Verantwortlichen, keiner schämt sich. Nehmen wir all den ganzen Mut zusammen, dann schaffen wir das. Gib den armen Menschen, die leiden und Ländern Kraft. Und wenn du fest daran glaubst, ja, dann kannst du es auch schaffen.